Zoe hat das Angebot von Rosa bekommen, auf ihre Seite zu wechseln. Davon weiß Jo bislang noch nichts. Gerner geht weiterhin davon aus, dass Zoe bald auf die belastenden Beweise gegen Rosa stoßen wird. Einer baldigen Übernahme der Lehman Bank stünde damit nichts mehr im Weg. Doch Gerner weiß nicht, dass Zoe mit einer Entscheidung hadert. Soll sie Rosas Angebot von 2 Millionen Euro annehmen und damit auf ihre Seite wechseln? Deal or no deal? Weil Rosa so schnell wie möglich eine Entscheidung will, schickt sie Zoe einen wertvollen Diamanten als kleine Vorauszahlung. Bei einem anschließenden Telefonat mit Zoe will Rosa Nägel mit Köpfen machen. Können wir die Spielchen überspringen und zur Sache kommen? Haben wir einen Deal oder nicht? Zoe trifft eine Entscheidung. Zoe zögert erst, nimmt das Angebot dann aber an. Ich bin dabei. Wenig später taucht sie im Krankenhaus auf. Wo Gerner Yvonne gerade bei der Organisation einer Feier hilft. Sie klärt ihren Auftraggeber über Rosas Aktion auf. Sie hat mir das Angebot gemacht, auf ihre Seite zu wechseln. Gerner wirkt überrascht, ist sich aber sicher, dass Zoe abgelehnt hat. Im Gegenteil, ich habe angenommen, entgegnet Zoe lächelnd. Warum sie Gerner darüber informiert, weiß bislang nur Zoe. Eine Möglichkeit ist, dass sie sich von Gerner ein noch besseres Angebot erhofft als ursprünglich ausgemacht. Oder sie spielt mit beiden Parteien ein doppeltes Spiel. Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Por esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan tus colores por tu cantar. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido.